So, jetzt gucken wir uns mal 6 Meter hier. Ah, hier sind wir richtig. Charming Malibu Van. Okay, hier sieht es gleich ein bisschen anders aus. So, für Schlappe 83. Okay, das könnte hier ja funktionieren. Ja, genau. Grundpreis, das sieht hier besser aus. 68.400. Okay. Hier sieht es gleich ganz anders aus. Die Dinette hier wieder. Eigentlich ähnlich wie bei dem anderen. Hier haben wir einen Skyroof. Der Tisch lässt sich verschieben. Vielleicht irgendwie. Ja. Aber ansonsten wäre sie groß genug. Die Dinette, die Sitze sind bequem. Morgen. Das Ganze auf Fiat aufgebaut. Ansonsten hier vorne genauso wie den, den wir als erstes gefilmt haben. Nur die Küche sieht hier ganz anders aus. Da haben wir hier einen 2-Flammen-Gasherd. Und so wie vorhin schon gezeigt, dieses selbe Waschbecken. Ja, einmal als Schneidebrett. Aber hier haben wir es dann offen. Das gefällt mir ganz gut. Ist ein freier Durchblick nach hinten. Hier dürfte doch wieder eine Arbeitsplattenverlängerung sein. Ja, die ist jetzt auch ausreichend. Kann man mit leben. Dann haben wir hier 3 große Schubfächer. Da kannst du schon eine Menge Besteck mitnehmen. Die Gasabstellhähne sind da drunter versteckt. Ja. Und ein Schubfach mit 2 Teilungen. Sehr tief. Also das ist schon gut. Also da kriegst du schon allerhand rein. So. Dann haben wir hier einen schönen, eleganten Oberschrank, kann man das schon nennen. Ja, innen ist jetzt nicht so besonders, aber von außen sieht es schon sehr elegant aus. Hier haben wir noch eine Ablage. Schön wäre es, wenn hier noch eine Reling oder ähnliches da wäre, aber gut. Dann haben wir hier unten den Kühlschrank. Ja, mit Eisfach. Ja, das Magnum passt noch rein. Ja, ist schön verkleidet, der Kühlschrank. Ja, das ist richtig. Der ist in passender Farbe verkleidet. Ja. Ja. So, das Bad ist. Schrank und im Bett ist noch ein Schrank. Ja. Ja, das ist dasselbe, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Ach so, alles klar, okay, ja. Nee, nur in klein. Aha. Aber dahinter ist nochmal ein Hängeschrank. Sollte eigentlich von alleine halten, da ist ein Dämpfer. Hier ist nochmal ein Kleiderschrank mit Stange. Und hier dazu nochmal einer. Ah, oh, okay, zweimal. Ja, das ist gut. Ja, hier kommen die Warthosen rein. Okay. Machen wir das wieder runter. Das wäre jetzt das 6 Meter Modell in quer, ne? Als Querschläfer. Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Aber das Bad ist dasselbe in grün. Das Bad ist dasselbe wie das, was wir drüben gesehen haben. Das brauchen wir jetzt gar nicht groß aber filmen. Aber gucken wir oben die Schränke mit dem Regal. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, da klettere ich jetzt mal hoch. Es ist etwas höher, das Bett. Aber mit dem Einstieg, das geht schon. Für was diese Reling sind, da wird ein Handtuch dazwischen gestopft anscheinend. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch einen Schalter für die Ambiente und hier nochmal. Ah, hier kann man sie einzeln schalten, hier beide zusammen. Okay, dann haben wir hier 3 Schränke, die auch recht groß sind. Die sollten noch ausreichen. Oh ja.
tief sind die. Ja. In der Ecke haben wir noch was zum Ablegen vom Handy, Tablet oder ähnliches. Irgendwo eine Steckdose? Ich suche selbst. Steckdose gibt's keine. Die wird dann wohl Option sein. Ist tatsächlich keine USB-Dose? Nee, das ist gar nichts. Da ist leider nichts. Okay. Muss man sich dann nachrüsten. Was schön gemacht ist, ist hier oben der Kranz. Ja. Ansonsten wäre es eigentlich ein ganz schönes Auto. Das ist schon in Ordnung. Ja. Genau, das passt schon. Von außen hast du schon gefilmt? Ja. Okay. Was wären wir denn für einen Preis bei dem Auto? Rucksack. Ja, kann man sofort. 83.812. Das ist natürlich auch kein Schnapper. 16 Zoll, oder? Ja. So, wir suchen den nächsten für euch. Wir schalten dann wieder ein.